Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, beziehungsweise Gothic 2. Gegen Rod kommen wir momentan nicht an, der ist mir doch ein bisschen zu stark. Deswegen schauen wir mal, dass wir vielleicht irgendwem anders hier aufs Maul hauen können. Oder irgendwelche Viecher kaputt hauen können. Da hinten gab es ja noch ein paar Feldräuber oder so. Wir brauchen ja 14.000 für die nächste Stufe. Und da... Ja, 14.000 Punkte. Und das ist jetzt die Frage, wie wir... Oh, Heilpflanze. Die nehmen wir mit. Gegen Rod kommen wir ja noch nicht an. Gegen den kommen wir auch noch nicht an. Der ist auch zu stark. Wir kriegen ja momentan noch keine bessere Rüstung. Vielleicht muss ich auch irgendwelchen Schmuck kaufen, die einen besser rüstet. Gibt es hier noch irgendwelche Viecher? Ja, Feldräuber. Gibt es da? So, speichern wir hier. Und sammeln das mal. Komm. Aber von Rod die Waffe will ich haben, auf jeden Fall. Das ist ein Zweihänder. Sogar ein guter. Jo, komm. Okay, den haben wir. Jetzt müssen wir erstmal wieder was fressen. Wacholder können wir mal trinken. Nee, Wacholder dauert zu lange. Wacholder dauert zu lange. Hier, Lebensenergiebonus. Das gibt nur Mana. Muss ich jetzt rohes Fleisch fressen oder was? Oder Bier saufen? Ja, fressen wir halt rohes Fleisch jetzt. Wenn es nicht anders geht. Milch und Brot müssen wir ja behalten erstmal. Auch mal ein Safe Game. Und dann machen wir den da fertig. So, nice. Okay, nochmal rohes Fleisch fressen. Dann gucken wir mal, ob wir die da vorne vielleicht schon besiegen können. Aber wir müssen auch mehr auf Stärke gehen. Können wir den schon treffen, den ersten? Nein, den da. Wir treffen ihn gar nicht. Wieso treffen wir den nicht? Wie schlecht sind wir? Alter, kann doch nicht sein. Ist doch nicht unser Ernst. Wie viel Muni haben wir noch? 23 Schuss. Komm, ein bisschen näher. Ja, der hat uns jetzt im Visier. Ich hoffe, der andere lässt uns aber in Ruhe. Ne, der andere muss auch kommen. Komm! Ist doch... Kann doch nicht... Mir fällt nichts mehr ein. Wir müssen besser... Oh nein! Den müssen wir nochmal machen. Weil ich jetzt hier nicht gespeichert hatte. Oder die Waffe ist einfach scheiße. Es ist die Waffe. Die Waffe ist scheiße, die wir haben. Wir brauchen einen richtigen Zweihänder. Und nicht so ein Ding. Wir brauchen einen richtigen Schwert. Ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Und wir brauchen von irgendwo jetzt 4.000... Ja,
3025 Punkte. Erfahrungspunkte. Ah, die Dinger nicht. Ne. 3025 Erfahrungspunkte. Und ich habe keine Ahnung, wo wir die herkriegen sollen. Dann wir hier nochmal auf Stärke gehen können. Oder wir könnten, je nachdem wie viel Geld wir haben, wie viel haben wir denn? Wir könnten eigentlich auch so machen, dass wir irgendwo pennen. Und dann für 100 Gold jeden Tag einmal für Belia beten. Dann haben wir auch schon mal die 50. Können wir noch, also nochmal 50 Stärke. Und dann können wir vielleicht einen besseren... Wann bekomme ich endlich meine Miete? Ach so, hier sind deine. Selbst ist aber nicht. Hier sind deine 50 Goldmünzen. Ja, es wurde aber auch Zeit. Wo treibst du dich eigentlich immer herum? Das willst du nicht wissen. Er hat auf jeden Fall. Ja. Naja, aber es geht mich ja auch nichts an. Ja. Ich könnte mir so etwas glauben. Warte mal, zeig mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wenn du bezahlen kannst. Das wird sich nie. Warte mal. Glaubst du wirklich daran? Leichter Zweihänder, 75 bräuchte man dafür. Ich habe was anderes gehört. Orkschlechter wäre auch nicht schlecht. 130 benötigt Stärke. Ich würde aber den hier haben wollen. Erstmal. Den Anfang, aber. Dann brauche ich die Stärke erstmal. Wird sich das jemals ändern? Ring der Verteidigung, Schutzvormann. Wow. Ich werde mich da nicht einmischen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. So, was haben wir hier? Das interessiert mich nicht. Landkarte von Corinnes. Von mir erfährt keiner was. Der Schlüssel gehört einem Banditen. Tunschlüssel von Xaras. Hier kannst du Wolfsfell haben. Glaubst du wirklich daran? Das will doch keiner sehen. So, dann. Ja, das ist passt. Das ist nicht mein Problem. Irgendwann muss das ja so kommen. Ich bin ganz deiner Meinung. So. Dann gehen wir mal hier hoch, pennen. Ich werde ja, komm. Ist das wirklich wahr? So. Das wird sich nie ändern. Einmal pennen. Komm. Bis zum nächsten Morgen. So, und dann unten war ja die Seine. Hier komme ich nicht durch. Aber unten war irgendwo dieser eine Schrein von Innos. Ich werde mich da nicht einmischen. Meinst du, mir geht es besser? Nee, nicht da. Oh, Feldknöterich. Das nehmen wir mal mit. Da war es nicht. Da war es. Dann können wir das hier nutzen. Wenn wir hier beten, für 100 Goldstücke kriegen wir Stärke. Dann haben wir jetzt 43 dauerhaft. Dann gehen wir hier nochmal pennen. Hier. So, wenn wir jetzt nochmal hier pennen gehen. Und dann nochmal wieder da runter. Dann ist wieder ein Tag vergangen. Dann können wir nochmal beten. 400 Gold. Und kriegen nochmal ein Stärke. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Das wundert mich. So. Ja, das wird jetzt ein bisschen langweilig hier, aber wir müssen jetzt die, die Stärke da auf jeden Fall hochkriegen. So. Geschicklichkeit? Nee, danke. Ich will auch keine Geschicklichkeit. Was soll denn das? Ich will Stärke.
Geschick 15, wow. Okay, dann nicht über auf diese Art. Gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Hier gab es ja auch noch ein paar Viecher. Vielleicht sind wir jetzt stark genug gegen die. Vor allem mit der Waffe. Hier ist irgendwo eine Maus. Wo? Oh, da oben? Hier, der Wetter da oben. Eine Riesenratte. Ein Skiber. So, einmal speichern und dann darüber. Genau, die Feldräuber. Den einen. So. Jo, komm. Okay, die Musik hier ist aber auch krasser. So, nochmal speichern. Dann sehen wir mal zu, dass wir einen der Dorus hier fertig machen. Ja? Nice. Dann gibt es wieder Fleisch. So, was können wir jetzt eben? Leichte Wunden heilen. Machen wir mal das. So. So, einmal wieder speichern. Komm. Jo. Nochmal Fleisch, nice. Und den da. Warum? Warum macht er auch so auch langsame Angriffe? Ich verstehe das nicht. Warum macht er manchmal langsame Angriffe? So, das können wir jetzt aber auch speichern. Okay, wo sind wir denn hier? Ist das ein Kloster? Das ist ein Kloster, oder? Von dem die mal gesprochen haben, der Magier zum Beispiel. Willkommen beim Kloster Innos, Fremder. Ich bin Bruder Pedro, ein demütiger Diener Innos und Wächter der Pforte des heiligen Klosters. Was ist dein Begehr? Ich bin das Kloster. Erzähl mir vom Leben im Kloster. Erzähl mir vom Leben im Kloster. Wir leben im Kloster, um Innos zu dienen. Wir Novizen verrichten die Arbeiten und wenn wir die Gelegenheit bekommen, studieren wir die Schriften. Mhm. Die Magier wachen über uns und sie erforschen die Künste der Magie. Ah, okay. Ich will ins Kloster. Es ist nur den Dienern Innos gestattet, das Kloster zu betreten. Wenn du zu Innos beten willst, dann suche einen der Wegschreine auf. Dort wirst du Stille zum Gebet finden. Mhm. Was muss ich tun, um... Nee, ich will nicht aufgenommen werden. Kann ich ihm ein volles Pfund aus dem Maul hauen? Ich will es jetzt wissen, wie stark der ist. Das wirst du bereuen. Okay, der ist sehr, sehr stark. Komm. Der verliert gar kein Leben. Alter, aber der macht mich fertig. Nein.
Die Verteidigung läuft hier auch nicht so, wie man will. Ja, den Kampf werden wir so oder so verlieren. Wollt ihr wohl damit aufhören? Ja. Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Können wir da einfach einbrechen? Ich weiß, ich habe jetzt gerade nur Blödsinn vor, aber... Zu weit entfernt? Mit den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, kann ich hier hochspringen? Nee, reicht nicht. Ja gut, dann gehen wir hier wieder zurück. Ich hatte jetzt aber erwartet, dass hier irgendwie mehr sein würde oder so. Ja, aber ist so auch in Ordnung, dass das, ja. Dass das hier nur so zum Kloster führt. Links und rechts, da ist halt Wasser, aber wenn wir da runterfallen würden, wie kämen wir hier wieder raus? Also da runterfallen würden und es überleben. Aber die Musik, wenn man hier ist, gefällt mir. Die Frage ist nur, wenn wir dann es geschafft haben, Rott aufs Maul zu hauen, wie machen wir das dann eigentlich mit Silvio und Bruno oder wie der hieß? Das weiß ich nicht. Das würde ich gerne wissen. Wir haben 43 Stärke insgesamt. Und wir müssen zusehen, dass wir jetzt irgendwie irgendwas finden, bekommen, damit wir ja ein bisschen besser gegen Waffen geschützt sind. Ob es nun Schmuck, Ringe oder was auch immer sind. Oh. Waldbeeren. Konnte ich die denn immer übersehen? Wo sind sie denn? Da. Ja, Mana brauchen wir nicht. Vor allem manche Sachen sind eh erst möglich mit einer besseren Rüstung zu machen. So, welchen Tag haben wir jetzt? Tag 16. So, Respekt der Söldner. Raoul hat nichts dagegen, dass ich mich den Söldnern anschließe. Nachdem ich Buster besiegt hat, hat er nichts dagegen einzuwenden, dass ich mich den Söldnern anschließe. Ah, wir wollten ja noch mit Torloff quatschen, ne? Ne, mit Torloff können wir erst quatschen, wenn wir Jarvis von uns überzeugt haben. Hier gibt es sonst nichts. Da oben wird schwierig gegen die Untoten. Wir haben hier jetzt nicht mehr viel, um Punkte zu verdienen. Was können wir machen? Tatsächlich dann? Komm, wir fragen. Wir hatten noch. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Hast du die 50 Goldstücke? Ja, komm, egal. Hier sind sie. Hier sind sie. Bring mir, lass uns jagen gehen. Lass uns jagen gehen. Gut, folge mir. Vor dem Südtor ist ein Wald. Dort sollten wir mehr als genug Viecher finden. Wahrscheinlich mehr als uns lieb sind. Okay, komm. Dann machen wir das mit dem. Das sind ja auch nochmal Erfahrungspunkte. Und wir sind ja jetzt mittlerweile stärker. Ich hoffe nur nicht, dass er jetzt irgendwie drauf geht, aber ich gehe davon aus, dass er
wie die meisten NPCs, nicht einfach so von Gegnern besiegt wird. Und Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das... Man darf ich speichere vielleicht vorsichtshalber. Nicht, dass wir jetzt auch noch drauf gehen. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Das höre ich zum ersten Mal. Ah, hier will er hin, okay. Will er jetzt gegen die Snapper, oder? Dunkelpilz nehmen wir mit. Bartok, warte auf mich. Ah, die Wölfe sind wieder da. Jo. Nice. Bartok. Erst auf... Geil, die Punkte haben wir aber mitbekommen. Dann speichern wir hier. Müsste gleich noch was kommen. So, was denkst du? Sollen wir noch weiter in den Wald gehen oder nicht? Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Na schön. Wenn das mal gut geht. Ja, aber mit ihm zusammen, da kommt er dann gleich. Yo. Nice. Okay, das auch einmal speichern, wenn wir den besiegt haben. Okay, den, mit dem haben wir jetzt einen Schattenläufer bekämpft. Ich ahne nichts Schönes. Was? So, das war's mit dir, du. Einen Schlag hat er den Ork umgehauen. Das war's. Ich denke, ich gehe in die Stadt zurück. Hier draußen ist es mir einfach zu gefährlich. Selbst zu zweit. Ein Ork direkt vor der Stadt. Verdammte Scheiße. Alter, der hat also, ihn mit nur... Mach's gut. Du kannst die Felle ja an Bosbach verkaufen. Alter, haut er den Ork mit nur einem Schlag kaputt. Aber dafür ist der Ork vor der Stadt weg. Gibt's hier noch andere Viecher? Goblins, ja. Okay, komm. Warte, Goblins, Schwarze Goblins, keine gute Idee. Okay, die sind jetzt weg. Die schwarze Goblins ist ein bisschen heftig. Aber warte mal. Wir haben hier jetzt die Ork-Axt. Leichte Ork-Axt sogar. 70 Stärke für nur 50 Schaden. Die lohnt sich ja gar nicht. Na, die können wir aber verkaufen, ne? Hatten wir nicht die Quests, was das anging? Wo sind die vermissten Leute? Bosbos Bogen, die vermissten Aufnahme bei der Miliz. Können wir irgendwem hier Bescheid sagen, dass wir den Ork vor der Stadt erledigt haben? Auch wenn es hier Bartok war und nicht wir. Aber dafür den Ruhm einheimsen. Also nicht mit der Stadtwache. Hier oben war doch jemand, ne? Ich kann nur abwarten. Ich hatte das anders gemacht. Okay, die lassen uns durch. Genau da, der Typ. Lothar. Ist irgendwas Aufregendes passiert in letzter Zeit? Ja, dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Wo bin ich? Nee, dann egal. Fernando. Gerbrand.
Die Leute hier oben sind mir irgendwie egal, die sind wirklich scheiße. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. So, bei den Paladinen konnten wir ja doch Bescheid sagen irgendwo, oder? Wegen dem Ork. Das hast du nicht gewusst. Wir können hier erstmal vielleicht. Oder warte, bei Bosslock können wir verkaufen gehen, ne? So, komm, hier. Ich hab da meine eigene Meinung. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So. Ding der Geschicklichkeit brauchen wir nicht. So, dann hier Fell eines Schattenläufers und Wolfsfell. Dann haben wir. Hatten wir nicht irgendwie ein Silberding eingesammelt? Hier, da ist das Silberding. So, passt. Ich habe da meine eigene Meinung. Dann können wir hier eben noch kochen. Bei ihm. In der Küche. Hat er nicht hier einen Herd? So, machen wir alles mal fertig. Fleisch müssen wir ja jetzt mehr als genug haben. Und gebraten bringen die auf jeden Fall mehr Leben. So, jo, jetzt haben wir durch. Können wir hier einmal pennen gehen. Dann haben wir wieder volle Gesundheit. Dann schauen wir mal bei den ganzen Händlern hier, wer uns vielleicht Rüstungsschmuck geben kann, die Schutz vor Waffen geben. Irgendjemand muss das haben. Und es entstanden alle Wesen. Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. Wenn wir Schutz vor Waffen haben, können wir vielleicht besser gegen Rotz und so weiter antreten. Weil die haben schon heftige Waffen, finde ich. Hier, Baltram. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Der hat nichts. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ihr tut es? Und das wird. Zeig mir deine Ware. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Nope. Wirklich? Der hat auch nichts. Das ist ja interessant. Ich habe mal hier an. Hakon? Ich glaube da nicht. Zeig mir deine Ware. Ja, Ledergürtel. Das weiß doch inzwischen. Nehmen wir doch mal mit. Er arbeitet. Harnisch, Amulett. Nein, das Falsche. Verdammt. Das kannst du wieder haben. Und es wird noch viel schlimmer. Das wollte ich haben. Wirklich? So. Das ist sehr interessant. Ehrlich, ich habe es selbst Gürtel der Kraft, Stärkebonus. Das habe ich schon immer gesagt. Das darfst du keinem erzählen. Ah, dafür haben wir jetzt 2 Stärkepunkte zu wenig. Okay. Ist nicht so schlimm. Dann machen wir. Ach, wir können nur einen. Wer muss die Arbeit ja machen? Was mit Jora? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Zeig mir dann. So, hier. Kurz verfallen brauchen wir nicht. Zumindest jetzt nicht. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Warum haben die nicht so gute Waffen hier? Ich habe was anderes gehört. Ah, da bist du ja wieder. Hat die was? Geheimnis mehr. Zeig mir deine. An Schmuck, was wir gebrauchen könnten. Lebensenergiebonus, Mana-Bonus. Wer sagt denn sowas? Ich glaube, das könnte uns auch was bringen. Oh, wie viel Gold wir jetzt schon mittlerweile losgeworden sind, verdammt.
Das habe ich schon immer gesagt. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Alter, was? Wir haben sehr viel Gold verloren jetzt gerade. Was du nicht sagst. Er redet einfach zu viel. Boah. Ich hoffe, das war es jetzt wert. Das hier, Harnisch-Amulett. Und es wird noch viel schlimmer. Worum ja, wir müssen mal zusehen, dass wir wieder an Geld kommen. Aber da kümmern wir uns erst in der nächsten Folge. Wirklich? Drum. Das ist ja interessant. Ja, wie machen wir das dann mit dem Gold? Ich habe was anderes gehört. Egal, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.